Heute möchte ich mit euch über 5 meiner Fehler sprechen, die ich besonders in meiner Anfangsphase gemacht habe. Da ich diese Fehler gemacht habe, müsst ihr diese Fehler nicht auch noch machen. Wenn ihr wissen wollt, welche Fehler das sind, entspannt euch, lehnt euch zurück und bleibt einfach dran. Glück auf, ich bin der Daniel von meinem Ohrenkino. In diesem Video möchte ich mit euch über meine Fehler sprechen, die ich ganz besonders in der Anfangsphase in der Hörspielproduktion gemacht habe. Ich habe mir 5 Fehler rausgesucht, wo ich der Meinung bin, dass ihr diese Fehler auf jeden Fall vermeiden könnt, wenn ihr damit anfangt, eigene Hörspiele zu produzieren, weil es sind Fehler, die euch vielleicht gar nicht so auffallen oder dass ihr sie gar nicht als Fehler wahrnimmt, aber sie sind doch dafür verantwortlich, dass viele Sachen nicht funktionieren werden. Wie zum Beispiel, dass ihr eine Produktion nicht abschließen könnt oder dass euch das ganze Projekt einfach um die Ohren fliegt oder ihr kommt einfach nicht zu einem zufriedenstellenden Abschluss. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch meine Fehler auf, aus denen ich gelernt habe, gebe sie an euch weiter, dann müsst ihr sie nicht auch noch machen. Diese Fehler sind übrigens auch der Grund, warum ich diese Workshops für euch mache. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und glaubt mir, ich habe reichlich davon gemacht, aber ihr müsst ja diese Fehler nicht wiederholen. Diese Workshops dienen also euch dazu, eure Produktion zu verbessern, eure Produktion schneller zu machen, nicht die gleichen Fehler zu machen oder die gleichen Hürden nehmen zu müssen, die ich genommen habe. Und es ist auch meine Motivation gewesen, weil das genau die Sachen waren, die mir damals gefehlt haben, als ich mit der Hörspielproduktion angefangen habe, dass ich nicht genau wusste, ja, was soll ich denn jetzt genau tun? Das heißt, man ist ins Internet gegangen, man hat gesucht, man hat ein paar Workshops gefunden, man hat Anleitungen gefunden, die waren aber vom Level schon wieder so hoch, dass man dachte, ach, ich habe Schwierigkeiten, da einzusteigen. Deswegen ist meine Motivation, diese Workshops so zu machen, dass wirklich absolute Einsteiger auch was damit anfangen können. Das solltet ihr bitte nicht vergessen. Kommen wir jetzt aber einfach zu meinen 5 Anfängerfehlern, die ich gemacht habe. Das bedeutet, dass ich die Projekte so groß geplant habe, beziehungsweise, dass sie von Anfang an so groß angedacht waren, dass man das gar nicht so einfach produzieren kann. Als Beispiel möchte ich hier das nie veröffentlichte Hörspiel nennen, was wir gemacht haben oder machen wollten, Salubriel. Ich habe es damals zusammen mit Freunden gemacht, ein Kumpel von mir, der hat die Geschichte dazu geschrieben und die Geschichte war nie fertig, weil immer was geändert wurde, sie wurde immer weiterentwickelt, dann wurde ein Mehrteiler daraus. Wir haben zwischenzeitlich mit der Produktion angefangen und ich habe einfach festgestellt, das ist so viel Arbeit und es hat alles so lange gedauert, dass dieses Projekt nie zustande gekommen ist. Den Soundtrack dazu habe ich auch angefangen, den könnt ihr übrigens bei Spotify hören und das waren alles so Testsachen, die wir gemacht haben. Aber das Ganze war wirklich so groß, dass wir es nie zu Ende gebracht haben und wir haben letztendlich das Ganze auf Eis gelegt. Ob wir das nochmal machen werden, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die Geschichte immer noch nicht fertig ist und solange eine Geschichte nicht fertig ist oder ein Skript, kann man daraus eben auch kein Hörspiel machen. Und hierbei geht es auch gar nicht um Schuldzuweisung, wer hat das und wer hat so gemacht, sondern es geht einfach darum, dass ein Projekt für das allererste Projekt nicht zu groß sein darf, sonst ist es vielleicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der zweite Fehler, den ich gemacht habe, ist zu viel auf einmal. Das beinhaltet das Problem, dass man vielleicht nicht Nein sagen kann. Im Laufe der Zeit oder als ich so die ersten 2 Hörspiele gemacht habe, ist man auch in der Community so ein bisschen bekannt geworden und man hat so die Kontakte geknüpft und dann kamen natürlich auch Anfragen, auch über das Hörspielprojekt, wo ich eine Zeit lang mitgemacht habe und es gab so viel zu tun, dass man eigentlich nichts absagen wollte, weil man dachte, ach, das wäre cool, wenn ich damit machen könnte. Ja, dafür könnte ich euch auch noch ein Cover machen und ja, da könnte ich euch auch unterstützen. Und das ging immer so weiter und irgendwann hat man den ganzen Schreibtisch voll, aber man hat gar keine Zeit dafür, alles abzuarbeiten oder es so abzuarbeiten, dass es wirklich qualitativ hochwertig ist. Deswegen traut euch auch einfach mal Nein zu sagen. Bedingt natürlich, dass ihr regelmäßig Hörspiele machen wollt oder Hörspiele produzieren wollt. Sagt auch einfach mal Nein, wenn ihr merkt, es ist zu viel für euch oder es ist zu anstrengend oder ihr könnt diese Dienstleistung einfach so nicht leisten, wie es vielleicht gebraucht wird. Deswegen traut euch ruhig einmal Nein zu sagen und nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist eine Sache, die mir tatsächlich heute immer wieder noch passiert. Und zwar ist es einer gewissen Ungeduld geschuldet, dass ich
Informationen oder auch einfach, ich sag mal, Nachrichten, News einfach zu schnell veröffentliche, ohne wirklich 100% sicher zu sein, dass es auch exakt so passieren wird. Ich habe in der Vergangenheit öfter Ankündigungen gemacht, wo ich vielleicht gesagt habe, ich möchte das und das Hörspiel auf jeden Fall produzieren. Das habe ich da auch genauso gemeint und ich war auch sicher, dass ich das machen würde. Es hat sich später aber herausgestellt, dass es zeitlich gar nicht funktioniert hat. Genauso war es mit anderen Kleinigkeiten. Da arbeite ich auch tatsächlich heute noch daran, dass ich wirklich nur Informationen weitergebe oder Ankündigungen mache, die auch wirklich stattfinden und auch ungefähr in dem Zeitraum, wo ich es geplant habe. Deswegen seid bitte vorsichtig mit dem, was ihr sagt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr irgendwas ankündigt und es passiert dann nicht. Aber wenn es zu oft der Fall ist, ist es auch nicht gerade eurem Projekt zuträglich. Einer meiner Hauptprobleme am Anfang war, glaube ich, dass ich wirklich nicht genau definiert habe, was für Ziele möchte ich eigentlich erreichen. Wir haben einfach damals gedacht, wir wollen Hörspiel machen und das können die Leute sich dann anhören. Aber wie genau das alles funktioniert und was danach passiert, das war mir damals gar nicht so klar. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, wenn ich meine Ziele genauer definiert hätte, wenn ich mir vorher mehr Gedanken gemacht hätte, wo will ich mit dem Hörspiel hin, was soll damit passieren, wen möchte ich damit erreichen, ich glaube, dann hätten wir viele Sachen anders gemacht, dann hätten vielleicht auch der erste Punkt auf der Liste, ein zu großes Projekt wäre so vielleicht dann gar nicht zustande gekommen. Also man hätte genauer definieren müssen, wie das Projekt auszusehen hat. Dieses Freischnauze-Prinzip, wir machen mal ins Blaue, das funktioniert nicht immer. Es kann in der Regel geht es eher sogar schief. Deswegen definiert eure Ziele, macht euch klar, macht euch bewusst, warum ihr die ganze Sache macht. Ich habe dazu auch ein kleines Motivationsvideo gemacht. Das war mein letztes Video. Und ja, schaut da mal rein, vielleicht könnt ihr damit ja was anfangen. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist Kontinuität. Genau das fehlte eigentlich bei der Hörspielserie Motorum Kibus, die ich vor einigen Jahren angefangen habe. Und es hat wirklich deutlich Spuren hinterlassen. Ich habe gemerkt, dass die anderen Folgen, die ich später gemacht habe, nicht mehr so performt haben wie die ersten. Es wurde nicht mehr so oft gehört, weil zwischen den Einzelfolgen einfach viel zu viel Zeit vergangen ist. Weil ich nicht kontinuierlich an diesem Projekt gearbeitet habe. Ich habe nicht kontinuierlich kommuniziert, was passiert. Und ich habe einfach viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Die Gründe dafür waren viele und deswegen, ich möchte mich dafür auch jetzt überhaupt nicht hier rechtfertigen, sondern manchmal ist es einfach so, dass der Beruf vorgeht, dann kann ich nicht Hörspiele produzieren, wenn ich einfach beruflich viel zu tun habe, dann muss das Hobby einfach warten. Nichtsdestotrotz hätte man das einfach etwas schneller machen können, weil ich weiß, dass gerade der Sprung zu 3 und 4 einfach sehr, sehr, sehr lange gedauert hat und es hat wirklich der Hörspielserie geschadet. Deswegen sollte es auch für euch wichtig sein, wenn ihr euer erstes Hörspielprojekt habt und ihr fangt an, zum Beispiel in Social Media darüber Werbung zu machen oder ihr wollt so eine Art Tagebuch machen, sollte euch bewusst sein, dass ihr diese Kontinuität, dass ihr wirklich kontinuierlich auch Informationen rausgeben müsst. Ihr müsst kontinuierlich an diesem Projekt arbeiten. Das ist eine Sache, die mir ab und an eben auch noch schwerfällt, weil ich, wie gesagt, ich bin hauptberuflich, mache ich ja keine Hörspiele, sondern was anderes. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das Ganze wirklich durchplant und kontinuierlich ein Projekt durchzieht. Bei der Staffel 2, die ich ja aktuell produziere, möchte ich das auf jeden Fall genauso machen. Da ist es wirklich so, dass man also kontinuierlich an den Skripten gearbeitet habe und immer noch tue, dass ich einfach diese Produktion anders kommuniziere, besser kommuniziere und eben auch die Veröffentlichung so lege, dass ich die auch wirklich schaffen kann, dass ich wirklich regelmäßig eine Folge veröffentlichen kann, damit ihr nicht wieder so elends lange darauf warten müsst. Deswegen auf jeden Fall denkt an die Kontinuität. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder generell Anregungen, schreibt's unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte eure Fragen wirklich sehr gerne. Wenn ihr noch Lust auf ein weiteres Video habt, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. In diesem Video erzähle ich euch etwas darüber, wie lange eine Vertonung dauert und gebe natürlich auch ein paar Tipps für die Planung. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.